und Gerlinde ist da und so, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Hallo, hallo. Okay, meine Lieben, lasst uns mal ein bisschen was besprechen. Okay? Ich setze mich vielleicht mal so hin, damit wir alle ein bisschen im Bild sind, aber sowas in Lea anstatt dir ist die Handtasche da. Setz dich ein bisschen rüber, dann haben wir alle, dann sind wir alle im Bild. Okay, meine Lieben, also was ich heute gerne besprechen wollte, ist etwas, wozu ich inspiriert wurde vor einigen Tagen, dass ich von dem David Kraus gelesen habe. Und zwar war das ein Post auf seinem Facebook, wo er sowas Ähnliches gesagt hat, wie etwas, das im Endeffekt sowas Ähnliches ist wie ignoriere die anderen, was sie von dir denken, sei einfach du selbst, sei authentisch. Okay, erinnert ihr euch? Ja, und das hat mich sehr inspiriert. Und das hat mich aber auch inspiriert, vielleicht nicht ganz so, wie man es erwarten würde. Weil ich musste mich fragen, ob dieser Satz korrekt ist, ob diese Denkensweise korrekt ist. Dass ich ignoriere, was die anderen denken im Endeffekt und sei du selbst, sei authentisch, sei du selbst. Die Frage ist, wer bist du selbst und wie weit solltest du diese Person eigentlich wirklich sein und bleiben? Also ich glaube, es ist überflüssig darüber zu reden, dass die Essenz dessen überhaupt, des Lebens so, also ich kann nur davon reden, wie ich es verstehe, ist es nicht derjenige zu bleiben, als der man geboren ist. Wobei ich nicht mal diesen Satz korrekt ausdrücke. Denn eventuell geht es gerade darum, derjenige zu werden, als der du geboren bist. Es gibt ja diese Theorie, dass, wisst ihr, in unserer letzten Show haben wir darüber geredet, wie wichtig Wörter sind. Wie unglaublich, was für eine Macht und was für eine Power Wörter beinhalten. Und was sehr interessant ist, ist, dass, wisst ihr, wir haben ja diese Tradition, dass man als Säugling effektiv geboren wird, mit all dem Wissen, das man durchs Leben mit sich trägt. Ich fange noch ein bisschen früher an. Es gibt einen Midrash. In diesem Midrash steht, dass während das Baby im Mutterleibe gedeiht, ja, also groß wird, dass ein Engel neben ihm steht und ihn die ganze Tora lehrt. Und es gibt verschiedene Interpretationen dieses Satzes oder dieser Idee, aber was wir daraus verstehen, ist, dass man seinen Lebensweg lernt. Alles, was man für sein Leben, man lernt seine Tora. Du lernst deine Tora. Deine persönliche Tora lernst du. Das heißt, du lernst deinen Lebensweg in einer bestimmten Art und Weise. Und meine persönliche Theorie ist ja, dass wenn du dann und während man dann durchs Leben geht, dann erlernt man wieder diese Dinge, die man damals schon mal gelernt hat. Okay, das ist so die Idee, dass das Lernen ist eigentlich kein echtes Lernen, sondern es ist ein, wie Plato und Aristotel reden darüber, dass es ist ein Herablassen eines Eimers in die Tiefe des Wissens.
Das heißt, in den Brunnen des Wissens. Der Brunnen, du bist der Brunnen. Und alles, was dir passiert im Leben, ist effektiv ein Erlernen, ein Wiedererlernen dessen, dass du schon mal im Mutterleib gelernt hast. Ins Gedächtnis zurückrufen. Und jetzt heißt ein Erinnern. Wie bitte? Ein Erinnern, ein Zurückerinnern. Jetzt halt dich bitte am Stuhl fest, weil meine eigene Theorie ist, dass deshalb gibt es auch Déjà-vus. Weißt du, wovon ich rede, Déjà-vu? Eine Situation, in der du findest dich wieder und du, ich habe das doch schon mal erlebt. Das ist meine eigene verrückte Theorie. Ich habe noch nie etwas darüber gesehen in den Schriften, aber es scheint sehr mit diesem Konzept sich sehr schön zu vereinen. Und hier haben wir eben das Kind, das im Mutterleib seine Tora lernt. Es wird geboren und ein Engel steht bei, wo das Kind geboren wird. Und der Engel und das Kind sieht den Engel und erkennt ihn. Denn es ist der Engel, der mit ihm gelernt hat. Aber diesmal lernt der Engel nicht weiter mit ihm, sondern er schlägt ihm auf den Mund. Und daher kommt dieses Grübchen hier. Ja, das ist die Idee. Aber die tiefere Idee in dieser ganzen Sache ist, dass dieser Schlag auf den Mund ist in Wirklichkeit die Gabe der Sprache. Dass das Kind verliert sozusagen seine Sprache und muss jetzt mit in seinem Wachstum die Sprache wieder erlernen. Und desto mehr Sprache, desto mehr Weltliches dieses Kind aufnimmt, desto mehr entfernt es sich von seiner Wurzel, von dessen, was er gelernt hat oder was sie gelernt hat. Und somit nach kurzer Zeit hast du schon alles wieder verloren, vergessen, was auch immer. Ich finde das sehr faszinierend. Aber ich finde daran sehr faszinierend einige Elemente. Also erstens kann ich mich persönlich sehr gut damit identifizieren, dieses Wiedererlernen. Dass du gehst durchs Leben und lernst Dinge, die du schon kanntest. Es ist ein Hervorbringen etwas dessen, das versteckt war. Oder das. Ich persönlich kann damit sehr gut umgehen. Darf ich eine Frage bitte. Stellen? Eine Frage hier. Wenn ich in eine bereits gläubige Familie hineingeboren werde, entferne ich mich ja nicht ganz so weit. Werde ich aber in eine atheistische Familie geboren, dann verliere ich absolut alles. Habt ihr das gehört eben? Sitzer fragt, ob wenn ich in eine religiöse Familie, sagen wir mal, geboren bin, dann entferne ich mich nicht so weit davon. Aber wenn ich in eine atheistische oder eine andere, sagen wir sogar in eine andere Religion geboren bin, dann bin ich sehr weit davon entfernt. Ich muss dazu sagen, dass ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, jeder von uns, ich glaube, es ist nicht ein Entfernen in diesem Sinne von den Wörtern der Tora. Es ist ein Entfernen von dem, wer du sein kannst. Ich glaube, was im Mutterleib passiert, und hier wiederum, ich kann mich auf keine Quellen beziehen, sondern das ist mein persönliches, und daher könnt ihr euch das immer mit einer Prise Salz nehmen. Immer wenn ich etwas sage, das nicht aus den Quellen kommt, das nicht aus
wo ich mich nicht auf die Tora oder auf einen unserer Großen beziehe, könnt ihr das immer mit einer Prise Salz nehmen. Denn jeder von uns kann sich sonst was ausdenken. Aber ich sitze hier nun mal und nicht hier. Ich habe hier Lizenz, mir auszudenken, was ich will. Nur muss ich euch warnen, dass ihr das alles mit einer Prise Salz nehmen sollt. Also in diesem Falle... Wie bitte? Ich habe eine Frage. Ja, warte, lass mich nur ganz kurz antworten. Ja, okay. Aber du hast die Frage von Tirza verstanden, ja? Gut, okay. Also, die Sache ist folgende. Ich glaube, man entfernt sich nicht von einem, sagen wir mal, absoluten Ideal. Und man will dieses absolute Ideal wieder erreichen. Du verstehst, was ich meine mit absolutem Ideal? Es ist nicht, dass es eine Wahrheit gibt in diesem Sinn. Es gibt natürlich nur eine Wahrheit. Aber es gibt für jeden von uns seine Wahrheit. Du, wenn man sich sein Leben mal anschaut und man sieht die Dinge, die man gut kann. Erinnert ihr euch, vor einigen Wochen habe ich gesagt, malt einen Kreis, schreibt alles in den Kreis, dass ihr gut könnt, dass ihr liebt, dass ihr nicht, und schreibt außerhalb des Kreises alles, was ihr nicht liebt, alles, was ihr nicht gut könnt, da, wo ihr Gänsehaut kriegt, all diese Dinge. Im Endeffekt, was das ist, ist das ist ein Prozess des sich selbst Erlernens, ja? Und wenn man erstmal weiß, wo deine Stärken liegen, nennen wir es mal so, und deine Einzigartigkeit, ganz besonders deine Einzigartigkeit. Ich glaube, im Leben geht es darum zu verstehen, diese Einzigartigkeit. Wisst ihr, ich habe kurz angesprochen, dieses Konzept des Chidush. Ein Chidush ist eine Novella, eine Idee, eine novelle Idee, die nur von dir kommt und die nur von dir kommen kann, aus deinen Umständen, denn nur du hast es gelebt. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Rabbiner hier mit im Spiel waren. Sorry, aber ich kann jetzt raten. Ein Rabbi heißt Rabbi Hassandler, der Schuhmacher. Ja? Mhm. Er war ein Schuhmacher und seine Hände waren ständig schwarz. Und ein anderer Rabbiner, ich glaube, es war sogar Rabbi Yochanan, ich bin mir aber wiederum nicht sicher, war unglaublich reich. Also unglaublich reich. Und der eine Rabbiner macht seine Novella, seinen Chidush, vom Standpunkt her eines sehr, sehr reichen Mannes. Und der andere sagt ihm, wie kannst du das nur tun? Wie kannst du das nur tun? Denn, und dann erklärte es ihm vom Standpunkt her eines armen Mannes, und es ist vollkommen eine andere Sichtweise. Wisst ihr? Ich habe in meinem Leben oftmals gesehen, dass Leute, wisst ihr, wenn es zur Strategie kommt, und das ist sehr, sehr wichtig, das ist etwas, das Leute vielleicht etwas unterschätzen, aber alles, was man anpackt, braucht eine Strategie und es braucht Taktiken. Aber die Strategie ändert sich massiv, denn dependent darauf ankommend, wer du bist und was dir zur Verfügung steht. Warte mal, vielleicht stelle ich das mal so hin, dann muss ich mich nicht immer in zwei Richtungen wenden. Ah, jetzt. Ja, wir werden das nochmal. Ich mache das, wenn wir brauchen. Momentan haben wir noch ein bisschen Energie. Okay, Leute, ich mache das mal so, dann seht ihr nicht die zuliegende Klasse, aber ihr seht mich und dann kann ich auch in die richtige Richtung sprechen. Also. Wir sehen sie nicht. Was ist? Wir sehen sie nicht. Ach, du siehst mich nicht. Okay. Jetzt? Jetzt ist wieder gut? Okay, klasse. Also,
eine Strategie, und hier entfernen wir uns etwas vom Judentum. Das ist, worüber ich jetzt reden werde, ist einfach, nennen wir es mal eine Lebensweisheit, die das ist einer meiner Chiduschen. Das ist eine der Sachen, die ich zusammengeflickt habe aus Dingen, die mir im Leben passiert sind und ein generelles Verständnis dessen, was um einen herum passiert. Und ich sage immer, dass die Definition einer Strategie ist die optimale Anwendung von deinen internen Ressourcen, so nennt man das, vis-à-vis des externen Umfeldes. Das heißt, optimale Anwendung interner Ressourcen zum externen Umfeld. Jetzt reden wir über Firmen und reden wir über Coca-Cola, dann hat Coca-Cola dann haben sie interne Ressourcen wie zum Beispiel Milliarden von Dollar für Werbung. Die haben einen Apparat, der Millionen von Flaschen täglich generiert und so weiter und so. Die haben ein kleines Ein-Mann-Unternehmen, das in Köpenick sitzt, hat das nicht. Okay? Aber das bedeutet nicht, dass nicht jeder seine optimale Strategie hat. Und die Ausführung seiner Strategie, wenn du erstmal verstanden hast, aha, das, also was gehört zu einer Strategie als aller Basispunkt ist ein Ziel. Wenn du kein Ziel hast, dann kannst du keine Strategie erfinden, erarbeiten, nichts. Dann kannst du eigentlich nur sinnlos rumrennen, ohne Strategie. Und das sage ich auch sehr interessant, denn wisst ihr, ich habe vor einer kurzen Zeit, nicht mal so kurzer Zeit, es ist schon über 10 Jahre her, habe ich eine, nennen wir es mal, Strategie entwickelt. Diese Strategie heißt das Blue Sky Szenario. Blue Sky Szenario bedeutet das blaue Himmelsszenario. Wieso heißt es so? Weil es fängt damit an, erinnert ihr euch daran zufällig? Ja. Vor kurzem habe ich was Unglaubliches entwickelt dazu. Guckt mal, da müsst ihr, lasst es euch dann übersetzen, warte. Ich habe nämlich etwas entwickelt, ich zeige euch mal was. So. Könnt ihr jetzt meinen Desktop sehen? Könnt ihr? Könnt ihr meinen Desktop sehen oder nicht? Ja? Okay. Jetzt ja. Okay, Sekunde. Schaut mal hier. Lea, komm mal gucken. Komm mal hier rum. Und wenn ihr könnt, lest es mal durch. Und zwar, das ist hier eine ganz, ganz lange Geschichte, in der ich ins Detail gehe, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen und diese Ziele ständig vor Augen zu führen. Und da steht hier in einer bekannten 10-Jahres-Studie von Harvard University wurden MBA-Graduates gefragt, ob sie klare Ziele gesetzt haben. Okay? Und das Resultat war, nur 3% hatten aufgeschrieben, was ihre Ziele waren, 13 hatten klare Ziele gesetzt und 84 hatten überhaupt keine Ziele. 10 Jahre später waren die 13% der Klasse, die Ziele gesetzt hatten, aber nicht aufgeschrieben hatten,
verdienten das Doppelte von den 84%, die keine Ziele hatten, und die 3%, die sie aufgeschrieben hatten, verdienten das Zehnfache. Das Zehnfache von denen. Okay? Jetzt, was ich hier gemacht habe, ist mit unserem Programm Powtoon, habe ich hier sowas entwickelt. Hier kannst du einfach deine eigenen Fotos, deine Ziele mit einsetzen und dann kriegst du sowas. Und das kannst du dir jeden Tag anschauen. Wo meine Träume Wahrheit annehmen. In 3 Jahren von heute arbeite ich als Grafikdesigner. Was auch immer. Ich liebe meine Freunde, meine Kollegen. Meine Office ist voll. Ich verdiene so und so viel. Ich lebe in einem super Platz. Neue Bettwäsche. Ich esse besser. Ja, das hier ist sozusagen ein Muster. Das muss ich selber. Ich verliere natürlich etwas Gewicht. Ja. Ich schwimme, ich wache auf wie ein Löwe, das steht auch. Und ich investiere in meine Freundschaft. Ich bin nur mit Leuten zusammen, die gute Ausrüstung. Mein Partner ist wunderbar und wir machen viele Dinge zusammen. Und ich habe eine viel innigere Beziehung mit meinen Kindern. Und ich zeige Dankbarkeit für alles. Der Unterschied zwischen dem, wer du bist und der du sein willst, ist, was du jetzt tust. Mhm. Und das endet mit der Anfang. Ja, sehr schön. Und das machst du jeden Tag. Guckst du dir das an? Du machst dir dein eigenes Ding. Du klickst hier drauf, make hier, guck mal, das bin ich hier in meiner Firma. Ja. Okay, und jetzt schaut mal an, 148 Kommentare mit herzzerreißenden Geschichten, ja, das von Leuten, die mir ihre Geschichten darbieten und erzählen, wie sie dieses System in ihrem eigenen Leben nutzen, um Ziele zu schaffen und so weiter und so weiter. Seid ihr noch da, Leute, im Internet? So, was? Jetzt fällt die Sprache. Wir hören sie nicht. Wir hören sie nicht. Das System funktioniert nicht. Ich höre das auch nicht. Könnt ihr mich jetzt hören? Jetzt könnt ihr mich hören. Habt ihr denn die ganze Zeit nicht gehört, was ich gesagt habe? Wir haben alles gehört. Überhaupt nicht? Alles. Nicht. Habt ihr denn die Musik gehört von dem Powtoon, das ich euch gezeigt habe? Das habt ihr gehört, ja? Ja, wir haben jetzt. Okay, dann hat das System wahrscheinlich übernommen. Okay, so viel habe ich danach gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich schreibe euch mal auf, wo ihr. Die Idee hier ist, dass ihr selber ein Bild dessen macht, was die Ziele, ihr setzt euch hin und ihr überlegt euch, was sind eure Ziele. Und ich, weißt du, die Sache ist ja, in letzter Zeit, ich habe dieses Blue Sky, diese Zielsetzung, die mache ich schon seit vielen Jahren. Und eines meiner Ziele war, nach Israel zu ziehen. Und eines meiner Ziele war,
jenes und eine Firma aufzubauen und die Kinder großzuziehen und all diese Dinge. Und Gott sei Dank hat mir Hashem geholfen mit all diesen Dingen. Heute im Auto oder gestern fragt mich mein Sohn, mein jüngster Sohn, fragt mich, sag mal Papa, was willst du eigentlich im Leben? Fragt er mich, was willst du eigentlich im Leben? Und ich meine nur so zu ihm, ja, ich möchte einfach, ich glaube, jetzt geht es darum, Gutes zu tun, so viel wie möglich. Aber das war sehr, sehr süß. Aber es hat mich auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht. Im Sinn von, dass man muss immer wieder neue Ziele setzen. Und man muss sich fragen, was sind meine Ziele? Und was sollten meine Ziele sein, jetzt? Ja. Nachdem du dieses, jenes oder was anderes erreicht hast. Einer der Gründe, warum ich jetzt diese Shiurim halte, ist, dass, weil ich wollte nicht mein Leben, weißt du, ich habe ja eine Zeit lang habe ich aufgehört, Shiurim zu geben. Es hat einfach, es natürlich hätte es in mein Leben gefasst, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und jetzt eine der Zielsetzungen, die ich mir gestellt habe, ist, dass ich das mache. Um Dinge auch zu helfen. Also, jetzt wieder zurück zu unserer Original. Nina, du hattest eine Frage. Jetzt können wir deine Frage. Ja, ich habe diesen Déjà-vu. Nee, warte, dein Mikro ist aus. Dein Mikro ist aus. Mach mal dein Mikro an. Jetzt? Jetzt höre ich dich nicht. Jetzt? Hast du noch mal was? Nee. Weißt du was, wollen wir alle nochmal das Meeting, wollen wir nochmal ins Meeting einloggen? Vielleicht haben wir dann mehr Glück, weil ich kann dich jetzt nicht hören. Hörst du mich jetzt? Nicht? Frag mal, ob du andere hören kannst. Alexander, kannst du mal was sagen? Kannst du dein Mikro mal kurz anmachen? Nee, ich kann euch nicht hören. Okay, soll ich raus und wieder rein? Ich mach das mal, okay? Komm gleich wieder. Komisch. Komisch. So. Ihr könnt mich hören, richtig? Ja. Okay, klasse. Ja. Ich kann dich auch hören. Okay, Nina, jetzt kannst du fragen.
Hörst du mich denn jetzt? Ja. Ach, super. Also mit deinen Déjà-vu-Sachen. Also ich habe nicht so verstanden, oder aus meiner Sicht ist ein Déjà-vu, dass ich so ein Gefühl hatte, dass ich was geträumt habe und deswegen die Situation schon mal war. Meinst du das damit? Ein Déjà-vu ist, sagen wir mal, die Definition eines Déjà-vus ist, dass du das Gefühl hattest, schon mal in dieser Situation zu sein. Ob du es geträumt hast, ob du es, du fühlst, als ob du schon mal da warst. Oder zum Beispiel, wir haben so eine, das hat mir mein, von Rabbi Tatz direkt, er hat mir mal gesagt, dass wenn man eine fundamentales Wissen erlernt, etwas, das einfach nur hundertprozentig mit dir resoniert. Du kommst, ist es dir schon mal passiert, dass du etwas gehört hast und du dir sagst, oh Mann, genau so ist es. Genau so dachte ich es mir immer. Und du hast es in die Wörter gepackt, die mir gefehlt haben. Kennst du dieses Gefühl? Das ist dieses Wiedererlernen. Das ist etwas, du erkennst etwas, das deine Seele eigentlich schon weiß. Und du hast hier auf ein Grundwissen du hast ein Grundwissen hier gefunden. Das ist so. Nina, hilfst du das? Ja, also ich hatte immer, also bei mir ist immer das Gefühl, dass ich das geträumt habe. So. Das so definierst das. Ich weiß, das ist eben, das, du hast es entweder geträumt, wir wissen nicht genau. Es ist so ein bizarres Gefühl, dass, warte mal, ich war schon mal hier, aber ich war noch nicht hier. Und trotzdem kenne ich es und ich weiß, was als nächstes passieren wird. Kennt ihr das? Yeah. Kann das auch mit der Seele zusammenhängen, die schon einmal auf Erden war, durch den Tod in den Himmel gegangen ist und dann also, wiederkommt? Schau mal, du, das, was du sagst mit Wiedergeburt und so weiter, das ist eines der Fundamente im Judentum. Wir glauben an Reinkarnation. Ja. Aber eben, es hat einen Sinn und so weiter. Aber ich persönlich kenne das nicht so. Also ich habe mir das oftmals überlegt, ob es etwas mit einem früheren Leben eventuell zu tun hat. Ich glaube nicht. Ich persönlich glaube nicht. Denn ich glaube etwas anderes. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass dein Leben, dass deine Seele ihr ganzes Leben schon kennt. Sie hat ihr... Es gibt keinen Raum und Zeit außerhalb unseres Körpers. Außerhalb dieser... So verstehe ich das. Macht es Sinn, was ich sage, mit dass außerhalb dieser Dimension gibt es keinen Raum und Zeit? Das muss ich erst noch analysieren. Denn ja? Raum und Zeit ist unendlich. Warum außerhalb meines Körpers gibt es die Unendlichkeit nicht? Wie ist Raum und Zeit? Ja. Es ist nee, außer, ich habe alles in mir eingesperrt. Nein, die Sache ist, also das ist wiederum mein Verständnis, dass da Gott nicht innerhalb von Raum und Zeit ist, passiert alle. Wir sehen es zwar in inkrementalen Abständen so, dass es vorwärts geht, aber in Wirklichkeit existiert ja alles. Gott sieht alles von einer Seite zur anderen. Und alles zur gleichen Zeit. Ja, das heißt, zur gleichen Zeit. In diesem Sinne gibt es keine Zeit. Alles ist schon mal gewesen. Ja. Das, aber wiederum, das ist eine absolute Paradoxe. Das heißt, wenn das so ist, dann kann es nicht so sein und trotzdem ist es. Das ist ja genau das Video. Ja. Wenn es so ist, dann kann es nicht so sein und trotzdem ist es so. Das ist ja dieses Konzept von Gott. Dass er kann nicht sein. Alles, was hier passiert, kann gar nicht sein. Alles, was ich sage, weißt du, gestern habe ich mit meiner Frau geredet. Und wir haben uns über eine bestimmte Sache unterhalten. Und sie meinte zu mir, du. Es ist aber so eine veraltete Ansichtsweise, meint sie zu mir, über eine bestimmte Sache. Und ich meine zu ihr, du redest mit mir über veraltete Ansichtssachen? Ich
schreie im Internet darüber, dass, dass es einen Gott gibt und dass, dass alles, was, was passiert, ich rede über solche absurden Dinge, dass es keinen Raum und Zeit gibt. Dass, ich rede solche verrückten Dinge und da sagst du mir, dass ich irgendwie eine veraltete. Ich muss darüber noch nachdenken, wie das überhaupt miteinander zu vereinbaren ist. Das, versteht ihr, was ich meine? Weil all das, was, worüber ich rede, ist, oder worüber wir reden, woran wir glauben, ist ja hyperreal. Es ist ja über der Realität. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich, sagen wir mal, meine persönliche Vorliebe ist, Stand-up-Comedy zu schauen. Leute, die Stand-up-Comedy, wisst ihr, die stehen und die erzählen ihre Witze und so weiter. Und da müsst ihr, da könnt ihr euch vorstellen, was für ein leichtes Fressen religiöse Leute sind, finde ich. Im Sinne von, ich meine nicht jüdisch-orthodox, ich meine einfach nur Leute, die an einen Gott glauben. In einer säkulären Welt, wo man nur das sieht und das, die Welt ist hedonistisch, vollkommen hedonistisch. Ja. Im Sinne von, was ich spüren kann und was meinem Körper gut tut, das gibt's und das ist reell. Und im Leben muss man so viel Spaß und Freude zusammentragen, wie man nur kann. Und hier kommt jemand und sagt, du, es geht gar nicht um Spaß und Freude. Manchmal sogar ganz im Gegensatz. Manchmal sind wir nur, ich rede nicht gerne über solche Dinge, aber das Leben ist eine ernste Sache. Das Leben ist eine ernste Sache und jeder von uns hat sein kleines Fünkchen dazu beizutragen. Und daher meine ich, in diesem Sinne kommen wir wieder zurück auf dieses Konzept der Strategie. Du hast etwas beizutragen. Und du musst dir anschauen, was deine internen Ressourcen sind. Wer bist du? Bist du ein wütender Mensch? Bist du ein intelligenter Mensch? Bist du ein unintelligenter Mensch? Hören Sie schon lange nicht. Hallo. Ja, wir hören Sie einige Minuten schon nicht mehr. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja zu blöd. Das tut mir so leid, weil die Konversation hier war sehr interessant. Habt ihr alle Pech gehabt. Okay, also, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, ist, dass innerhalb
wenn man sich erstmal zusammengereimt hat, wer man eigentlich ist. Wisst ihr diesen inneren Kreis dessen, was man ist und was man nicht ist? Dann muss man die ganze Sache nochmal betrachten und sagen, ist das eigentlich, wer ich sein will? Wenn zum Beispiel, wenn in dem Kreis steht, ich beende Sachen nicht. Ich fange Dinge an und beende sie nicht. Ich bin neidisch und eifersüchtig. Die Sache ist ja, und Lea hat hier etwas sehr Wichtiges dazu beigetragen, oder was du das dazu sagst. Sie meint, dass wenn man seine Selbstauffassung seiner selbst erstmal gemacht hat, dann muss man sich nochmal fragen, dann muss man einen Freund dazu zubringen und sagen, guck mal, das hier bin ich. Ich bin diese Person. Wo überschätze ich mich? Wo ist hier die Wahrheit? Weil wir sagen, dass wir uns selber überschätzen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe eigentlich erfahren, dass Leute sehr selbstkritisch sind. Ja, auch im Negativen. Es ist wahr. Da hast du recht. Man kann im negativen Sinne, man kann überaus selbstkritisch sein. Das passiert auch. Also, Sekunde. Jetzt. Warte mal, bei irgendjemand, Alexander, kannst du bitte dein Mikro auf leise stellen? Danke. Weil wir hören hier alles. Schmuel, kannst du mich hören? Ja. Ah, du bist so schön, dich da zu haben. Hallo, Shalom, Shalom. Wir hören alle. Das war nur ein paar technische Komplikationen. Ja. Ja, aber nicht zu kompliziert, oder? Nur ein bisschen, um uns bei Laune zu halten. Nicht damit wir denken, dass alles im Leben perfekt immer sein wird. Schmuel, kannst du nicht auch eine Kamera anmachen? Wir würden dich so gerne sehen. Ich bin nur nicht so gut drauf. Ich bin krank. Wir wollen dich ja nicht. Schmuel. Aber wir sind alle herzlich. Dankeschön. Danke. Okay, Schmuel, hast du mal was zu sagen zu dem, was ich da hier, also ich weiß gar nicht, wie viel ihr alles mitgekriegt habt, aber kannst du was dazu beitragen? Oh bitte, ich bin nicht so gut drauf. Ich möchte mich ein bisschen zurückhalten. Ich will dir eine Refursche Lema und danke, alles. Danke schön. Danke. Alles Gute. Okay. Okay. Also, jetzt haben wir erstmal etabliert, dass wir eben eine ganz besondere, sagen wir mal, jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Und man muss, das allererste ist, man muss sich Ziele setzen. Und apropos, Alter spielt hier gar keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Im älteren Alter ist es noch wichtiger, diese Thought Experiment, dieses Gedankenexperiment auszuführen, als im früheren Alter. Denn im früheren Alter hat man ja noch die ganze Welt vor sich. Aber desto älter man wird, denkt man sich, ach, ist ja schon, ach, hör mal auf. Ja, ich habe schon dies und jenes erreicht und lass mich einfach, nein, wirklich nicht. Und ich rede hier mehr mit mir selber als mit allen anderen. Es muss immer wieder, Hashem hat dich in diese Welt, wisst ihr, schaut, es gibt diese Leute wie Bill Gates, der jährlich, was weiß ich, 40 Milliarden spendet, Malaria bekämpft, Wasser in Afrika säubert und so weiter und so weiter. Dann kommen Leute wie Mark Zuckerberg, der auch 99% seines ganzen Einkommens
spendet und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Leute kommen an einen Punkt und verstehen, ja, Milliardäre, aber Millionäre oder was auch immer, es macht keinen Unterschied. Es macht wirklich keinen Unterschied. Zu einem bestimmten Standpunkt, Zeitpunkt, muss man sich entscheiden, was man im Leben machen würde, wenn. Und dann muss man sich fragen, warum wenn? Warum nicht so? Warum nur wenn? Warum nicht so? Und das bedeutet, schau mal, also, und jetzt lass uns das mal analysieren hier. Was muss man eigentlich im Leben machen? Was muss man im Leben eigentlich machen? Ständig beten? Den Himmel auf die Erde bringen. Was muss man? Den Himmel auf die Erde bringen. Lea sagt, man muss den Himmel auf die Erde bringen. Und wie macht man das, Lea? Wie bringt man den Himmel auf die Erde? Buch. Ich will kein Buch. Erzähl du uns. Wie bringt man den Himmel auf die Erde, Lea? Ja. Was meint ihr? Wie bringt man den Himmel auf die Erde? Was muss man tun? Indem man den Willen Gottes erkennt und tut. Das ist mir zu leicht daraus geredet. Den Willen, nee. Da kann man ja rein interpretieren, was man will. Das ist nicht gut. Was gut ist, konkret. Konkret ist, alles, was man tut, Lea sagt, alles, was man tut, muss man verbinden mit der Göttlichkeit. Was bedeutet das? Ich erzähle euch eine Geschichte. Sagen wir mal so. Ich habe einen jungen Mann in Israel kennengelernt und der kommt aus nicht zerbrochenen, aber zerrüttelten Hause. Und so weit zerrüttelt, dass er mit 14, ein religiöser Junge, der in einer Yeshiva lernt, der mit 14 Jahren effektiv auf der Straße war, obwohl seine Eltern und, aber die haben einfach nicht den Kopf. Jetzt finde ich diesen Jungen. Ich finde diesen Jungen, Hashem bringt ihn in mein Leben. Was mache ich? Also denke ich mir, schau mal, man muss dem Jungen helfen. Wie kann ich ihm helfen? Er hatte nie einen Vater. Er hatte einen Vater, aber er hatte nie einen Vater. Was ich damit meine, ist, dass er weiß nicht die aller basic things, das, was sein Vater seinem Sohn beibringt. Dass man pünktlich aufsteht, dass wenn man zu einem Gespräch, wie heißt das, Vorstellungsgespräch geht, dass man sich gut kleidet, zeitlich ankommt, dass man die Hand schüttelt, die Dinge, die ein Vater eben weitergibt. Also, was mache ich? Er sagt mir, er kann keiner. Ich sage ihm als allererstes, er sagt, er lernt. Ich frage ihn, wo wohnst du? Meint er, ich bin in einer Yeshiva. Und ich schlafe dort auf der Bank. Wenn die anderen in ihre Stuben gehen, schlafe ich auf der Bank, bis alle wiederkommen. Und das sind die anderen? Und da sind 700, da sind tausende von Leuten in dieser Yeshiva. Das heißt, in ganz besonders in dieser. Also sage ich ihm, wieso? Sagte mir, weil, ich weiß, also sage ich jetzt, stopp. Als allererstes gehst du und findest dir ein Zimmer. Und zwar findest du dir ein Zimmer, wo du schlafen kannst, wo du Schabbat verbringen kannst und wo man dir Essen macht. Essen und trinken. Essen und trinken. Meint er, ja, das kostet ja so viel. Dann meine ich, was kostet es denn? Meint er sowas, ja, mindestens 200 Euro oder 250 Euro oder sowas.
meine, und ich überlege mir wegen 250 Euro, ist hier ein Kind, das kein Zuhause, das nicht weiß wo. Also sage ich ihm, okay, hör zu, ich gebe dir ein bisschen Geld jetzt, aber das nächste Mal, wenn wir uns sehen, will ich, dass du einen Job hast. Komm wieder, du kannst den halben Tag lernen und den halben Tag gehst du arbeiten. Sagt er mir, ja, das ist eine gute Idee, weil ich glaube, das wäre, ich habe viel Energie, ich kann arbeiten, meinte zu mir, aber das Problem ist, dass die wollen alle, dass ich weiß, wie man mit einem Computer umgeht. Und ich weiß nicht, wie man mit einem Computer umgeht. Meine ich, weißt du, wie man einen Computer anmacht? Ja. Sag ich, weißt du, wie man im Internet was sucht? Meinte er, jein. Also rufe ich einen von meinen Jungs da auf der Arbeit, setz dich mit ihm jetzt eine Stunde lang und erkläre ihm so. Am Ende ist er gegangen und hat sich einen Job gesucht. Hat sich einen Job gefunden. Warte, die Geschichte fängt erst an. Okay. Das ist die Geschichte fängt erst an. Also findet er sich einen Job und dann, er ist jetzt 25, und das ist aber schon ein hohes Alter in seiner Umgebung. Er muss schon verheiratet sein. Müsste. Also geht er auf Schiduchim. Er möchte auf Schiduchim gehen. Das nächste Mal sehe ich ihn wieder und ich meine, na, wie geht's auf der Arbeit? Meinte so, ich habe meine Arbeit verloren. Wie hast du deine Arbeit verloren? Meinte zu mir, du, ich hatte einen Schiduch und sie konnte sich nur am Mittwoch um 4 Uhr treffen, da bin ich einfach gegangen. Weißt du, so eine Sache, die einfach, wenn er einen Vater hätte, dann so. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil hier haben wir ein echtes, wie weit gehst du mit dem, was du für jemanden tun sollst, musst, kannst. Weißt du, sagen wir mal, du hast dich entschieden, ich werde ein, in Englisch gibt es dieses wunderbare Wort, do-gooder. Ich werde ein, das ist so wunderbar, weil, ein guter Täter, aber es hat auch etwas Ironie in sich, wenn man das in Englisch sagt. Ein guter Täter, ein do-gooder, weißt du, du guter Täter, du. Sowas in der Art, weißt du. Sagen wir mal, du sagst dir, mir ist bewusst, dass ich im Leben viele Dinge machen muss. Erstens muss ich an meinem Charakter arbeiten. Als allererstes. Und in Wahrheit ist eigentlich alles nur dazu da. Ich glaube, alles andere ist nur da, um dir zu helfen, an deinem Charakter zu arbeiten. Und genau diese Art Situation, wie zum Beispiel jemand kommt an deine Tür, jemand ruft dich 20, 30, 40 Mal an, in jeder, ich kriege ja einfach nur, wisst ihr, ich kriege ja in der Woche vielleicht 100 Anrufe von Leuten, die gehört haben, dass Ellie mal jemandem da geholfen hat oder so. Und jetzt bin ich im Meeting. Ich habe nur ein Telefon, ich habe nicht ein zweites Telefon für diese Zwecke. Ich habe mir schon überlegt, soll ich mir ein zweites Telefon anlegen? Die Wahrheit ist, ich würde es aber niemals abheben. Ich würde, wisst ihr, es gab damals, als ich in England gelebt habe, kamen immer Leute an die Tür und haben geklopft. Und es gab ein Programm dort, das hieß das Gabe-Zdacke-Programm. Das heißt, Leute, falls ihr nicht wisst, worüber ich rede, es gibt ein Phänomen in der jüdischen Welt, das nennt man Mishulachim. Mishulachim sind Leute, oftmals aus Jerusalem oder oftmals aus Israel, Leute, die wirklich an der Existenzgrenze leben, haben kein Geld und die reisen von Land zu Land und erbetteln sich im wahrsten Sinne des Wortes das nächste Ticket und ein bisschen drüber. Das heißt, sie erbetteln sich die nächsten 500 Euro, die sie fürs Ticket
brauchen. Und wir reden hier, Leute, Reisen Israel, Südamerika, von Südamerika nach Nordamerika, von Nordamerika nach Belgien, von Belgien nach Frankreich, Frankreich nach England, England manchmal nach Deutschland und dann wieder zurück nach Israel. Die machen eine Weltreise und überall betteln sie. So und so. Für, wer fragt, für eigene Bedürfnisse oder jemand anderes? Ist, die Geschichten, die ich gehört habe, reichen von Kind im Krankenhaus bis zu mentalen Problemen, also bis hin zu natürlich viele, viele Reisen für Hochzeiten und so, die sammeln für die Hochzeit ihrer Töchter. Stellt ihr euch mal vor, die haben 12-köpfige Familien, davon sind 6 Mädels und die müssen sie alle verheiraten, die reisen für so eine Dinge um. Also es ist praktisch ihre Arbeit. Okay? Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen bizarr. In London, als ich dort gelebt habe, klopfte jeden Abend, klopfte es ungefähr 10-mal, würde ich sagen, bei mir. Weil die Sache ist ja, es klopft ja nicht überall, aber es gibt dann Fahrer, Leute in so speziellen Autos, so Taxi-Service-mäßig, aber ein jüdischer Service, die wissen, wo sie diese Leute hinbringen, die klopfen dann, wo man was kriegen kann. Bei mir hat es ständig geklopft. Und in unserem Stadtteil haben einige Leute ein Programm erstellt, in dem diese Leute, anstatt dass sie bei dir klopfen, kriegen sie so ein Zertifikat. Die gehen, kriegen ein Zertifikat. Mit diesem Zertifikat kriegen sie dann eine Summe, die ist ungefähr äquivalent, wie als wenn sie an jede Tür geklopft hätten. Denn viele Leute beteiligen sich an diesem Programm. Ja, ja, genau. Die zahlen dann, sagen wir mal, hier sind 100 Euro. Und das wird für 10 mal 10 Leute aufgeteilt. Und dann kommen die und die kriegen dann ihre von, sagen wir mal, da machen 25 Leute mit, dann kriegen sie 250 Euro und dann müssen sie nicht unbedingt klopfen gehen. Das moralische Dilemma hier ist, dass jeder dieser Menschen klopft an die Tür und du glaubst, er klopft für sich. Aber in Wirklichkeit klopft er für dich. Stell dir mal vor, wisst ihr, was für unglaubliche Menschen an meine Tür geklopft haben? Was für unglaubliche Menschen. Ich bin heute noch mit ihnen in Kontakt. Mit vielen davon. Leute, die zu mir kamen, effektiv zum Betteln und Freunde fürs Leben geblieben sind. Versteht ihr, was ich meine? Und als mir das bewusst wurde, dass diese Leute kommen, wurde mir sehr unwohl dabei, bei diesem Programm mitzumachen. Und ich musste Ihnen sagen, tut mir leid, aber ich glaube wirklich, dass wir sehr vieles, und es war extrem belastend, es war sehr belastend. Stell dir mal vor, es kann 3-4 Stunden am Abend sein. Und die kennen ja keine 10, 11 Uhr, ist ja nicht, na, ich konnte nicht bis jetzt. Und dann musst du dich entweder, dann musst du lernen, dich entweder zu beherrschen oder nicht. Boom! Entweder machst du die Tür so zu, oder du machst die Tür auf, schmeißt das Geld ihnen in die Hand, weißt du, die paar Groschen oder was auch immer du geben willst, und dann reißt du die, oder du machst das anders. Gar nicht mehr auf. Und du kannst, oder du machst sie gar nicht mehr auf. Und all diese Dinge sind Dinge, die Hashem dir ins Leben setzt, damit du aus dir etwas Besseres machst. Die Wahrheit ist, oftmals brauchen wir gar nicht so weit zu gucken, denn oftmals ist unser Partner im Leben
bringt all das für uns, das uns eigentlich zu den besseren Menschen machen sollte, der wir sein können. So, sag mal, ist es wirklich schon 9:20 Uhr? Hannele, müssen wir nicht langsam zu Ende machen? Hanna leitet die ganze Sache. Sie ist diejenige, die vorhin. Ja. Nicht? Okay, also ich mache weiter, bis Hanna mir sagt, dass es zu Ende ist, okay? Sarah, noch 2 Minuten. Okay. Damit hast du dein Thema schon auf die Ende gebracht. Du hast schon deine Zeit gemacht. Was habe ich gemacht? Ja, weil du mit den Leuten so umgegangen bist, so wie Lea sagt, indem man mit diesen Menschen sich gut benimmt und so, so bringt man den Himmel auf die Erde. Aber Lea, du kennst mich doch. Du kennst mich und du kennst dich und du kennst uns alle. Wir sind alle nur Menschen. Wir haben alle, es hört sich alles wunderschön an, aber in Wahrheit hast du so jedes Mal, habt ihr gesehen, vor ein paar Minuten hatte ich einen Telefonanruf. Okay, aber ich hatte, es ist einer der hunderte von Leuten, die mich wöchentlich anrufen. Aber du musst deine Grenze setzen. Ich muss, natürlich muss ich, aber wie fühle ich mich dabei? Erstens fühle ich mich dabei, und wie antworte ich das Telefon? Antworte ich mit einer angenehmen Stimme oder sage ich, ja, was willst du jetzt? Verstehst du, was ich meine? Und wir sind diesen Test ausgesetzt, ja, aber hier, ständig. Deswegen, hier muss man sich immer ein bisschen zurücknehmen, bevor man etwas tut. Und dann muss man diese Gedanken erstmal dazwischen legen. Ja? Hashem, was möchtest du von mir jetzt? Hört ihr was Lea gerade sagt? Sie sagt, dass egal in welcher Situation, ich gebe Situationen aus meinem Leben, aber jeder von uns hat Situationen in seinem eigenen Leben, in denen er damit konfrontiert ist, entweder positiv zu handeln, positiv zu reagieren oder negativ zu reagieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Instinktiv reagieren, sagt Lea, oder mit Kopf. Und sie sagt, und ich stimme dem zu, dass egal welcher Situation du ausgesetzt bist, musst du erstmal einen Schritt zurücknehmen und sagen, wie sollte ich jetzt hier handeln, damit ich in Leas Worten den Himmel auf die Erde bringen kann. Das ist aber nicht meine Worte. Das ist der Lubavitcher Rebbe, richtig? Ja, es gibt ein wunderschönes Buch. Ja. So, meine Lieben, was ihr vorhin vollkommen verpasst habt, werde ich jetzt in den Chat geben. Und das ist Folgendes. Warte. So, und dort könnt ihr auch die ganze Geschichte lesen. Wenn ihr Englisch könnt, dann könnt ihr es in Englisch lesen. Wenn nicht, dann kopiert euch den Text und steckt es in Google Translate und dann habt ihr es in Deutsch. Das ist ganz, ganz einfach heutzutage. Und muss man auch lernen, liebe Freunde. Muss man lernen. Die Welt ist ganz anders. Die ändert sich tagtäglich. Wisst ihr, was man heutzutage alles machen kann, das noch vor 5 Jahren nicht möglich war? Wisst ihr, ich sage meinem Vater immer, mein Vater hat Diabetes und ich sage ihm, halte noch ein paar Jahre aus. Halte noch ein paar Jahre und du wirst sehen, für diese Krankheit wird es eine Lösung finden. Geben. Denn Leute, aber Dinge. Man sagt doch, dass Hashem hat noch keine Krankheit auf die Welt gebracht und die Asthma ja auch schon dafür. Hört ihr, was Lea sagt? Wie sollte die Shiur geben nächstes Mal? Sie sagt, dass Hashem hat keine Krankheit in die Welt gebracht, für die er nicht auch eine Arznei gebracht hat. Ja, das ist richtig. Es gibt ja diese Tradition des Buches von Rambam, in dem er alle Arzneien aufsetzt. Und es gab auch ein Buch, wem gehörte dieses Buch? War es von Avraham Avinu? Sefer Refuot heißt das Buch der Heilungen. Aber das wurde versteckt oder sogar verbrannt. Denn hätte man für jede seiner Probleme sofort eine Lösung, dann würdest du nie nach oben schauen. Das erinnert mich an eine chassidische Geschichte, in der
in der eine, ein Mann sammelt für die Hochzeit seiner Tochter. Und er kommt zu seinem Freund von sich und er sagt hier, oder er geht zu seinem Rebbe und er sagt, Rebbe, du, ich muss für meine Tochter sammeln und ich weiß, dass du einen Verwandten hast in jener Stadt und bitte schreib mir doch einen Brief, dass er ist sehr wohlhabend, bitte schreib mir doch einen Brief, dass er mich ausstatten soll für die Hochzeit. Und der Rebbe schreibt ihm einen Brief, der Rebbe ist sehr sehr hoch angesehen und dieser Mann kommt mit sehr lustigen Herzens, kommt er zu diesem Verwandten in der anderen Stadt und gibt ihm den Brief und er guckt ihn nur so an und sagt ihm, ja, bitte komm rein und so. Und da sagt er ihm, was brauchst du denn für die Hochzeit deiner Tochter? Und er sagt, ja, ich brauche 50 Rubel oder 500 Rubel und so weiter. Da gibt er ihm einen Rubel und sagt ihm, hier, bitteschön, hier hast du einen Rubel, geh weiter. Und er verliert auf einmal seine Composure, seine Fassung und weiß gar nicht, was zu tun. Aber der andere wendet sich ab und geht wieder zurück in sein Büro. Und somit setzt er sich auf seinen Karren und fängt an, auf der Stadt zu reiten oder zu fahren, was auch immer. Und natürlich schreit er zu Hashem, Hashem, Hashem. Was soll ich tun? Und in diesem Moment sieht er, dass der reiche Verwandte ihm nachfährt mit einem ganzen Karren voller Sachen, die er ihm überreicht und sagt ihm, siehst du, als du dachtest, dass ich derjenige bin, der dafür verantwortlich ist, habe ich dir gezeigt, dass es nur einen gibt, der für all diese Dinge verantwortlich ist und das ist Gott. Sobald du dich zu ihm gewendet hast, kann ich sein Schaliach sein. So, meine Lieben, ich hoffe, ich entschuldige mich, dass ich etwas zu spät heute war und der technischen Difficulties und so weiter, aber ich freue mich, dass ihr alle da wart und wir sehen uns nächste Woche wieder, okay? Bizrat Hashem, okay. Alles Gute. Shalom. Shalom. Wir wünschen dir was. Ciao, ciao, Hanala. Wir sehen uns. Ach, guck mal, die süße Kleine. Ja. Okay, ciao, ciao. Okay.